Die islamische Reformgemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat lud vom 20. bis 23. November zu einer Ausstellung zu dem Thema »Eine Reise durch die islamische Zeit« ein. Die öffentliche Debatte über den Islam beschränkt sich häufig auf einzelne Aspekte wie Fundamentalismus oder Extremismus. Gerade dieser selektiven Wahrnehmung will diese Ausstellung entgegenwirken, weil sie den Islam in seiner Gesamtheit in den Blick nimmt. Miteinander statt übereinander sprechen ist hier die Absicht. Dadurch soll schließlich der interreligiöse Frieden in der Gesellschaft gefördert werden. Die AMJ, die Ahmadiyya Muslim Jamaat, wurde 1889 gegründet, ist eine Reformationsgemeinde im Islam und hat auf sehr viele Punkte reformiert. Unter anderem stehen wir für die Gleichberechtigung für Mann und Frau und dann sagen wir auch Gleichwertigkeit oder Barmherzigkeit für alle Menschen. Der nächste Punkt wäre zum Beispiel oder ist die Separation vom Staat und Politik oder Religion. Wir sagen, dass Religion nicht in die staatlichen Sachen einmischen darf und der Staat sich nicht in die Angelegenheiten der Religion einmischen darf. Wir haben mit dem Münsteraner Imam Mustansa Ahmad über weitere Projekte gesprochen, die von der Gemeinde durchgeführt werden und welche Ziele sie dabei verfolgen. Wir versuchen durch unterschiedliche Projekte und Veranstaltungen zum Beispiel die heutige Veranstaltung, eine Reise, also die Islam-Ausstellung, dann gibt es Baumpflanzaktionen, Wohltätigkeitsläufe, Blutspendeaktionen. Also genau durch diese Aktionen wollen wir den Menschen auch sagen, dass wir halt nicht nur was für uns selbst tun, sondern das ist als eine wahre Loyalität, denn es gibt eine Überlieferung vom Propheten und der Aussage, er sagte, die Loyalität zum Heimatland ist auch ein Teil des Glaubens. Und all diese Aufgaben, die wir tun, ist in erster Linie, damit wir was Gutes für unseren Land, also für Deutschland tun und damit wir die Ängste unserer Mitbürger hier wegnehmen können. In der nächsten Zeit finden in ganz Deutschland weitere Ausstellungen statt, darunter zum Beispiel in Erfurt und Koblenz.